Sternlein, was ist denn jetzt schon wieder? Kommt doch das Meierli auch noch mit der Zeitung? Nein, du. Da vor deinem Haus aussen steht ein grosses schwarzes Auto. Und drei Männer, die aussehen wie grosse Pinguine. Oh. Im Frack und mit Zylinder auf dem Kopf. Können das Haus anmarschieren? Du, Weber, renn die Zeine. Ich habe doch nicht Boss gemacht, oder? Soll ich echt gar nicht auftun, was meinst du? Mal, komm, glaube ich. Du hast ja ein gutes Gewissen. Geh mal an die Türe. Also gut. Ja, bitte. Wer suchen Sie? Grüezi wohl. Du bist sicher der Globi. Ja, so kommt drauf an. Was kommt drauf an? Entweder du bist der Globi oder du bist nicht. Ich meine, es kommt drauf an, warum dass Sie mich suchen. Ich habe ganz sicher nichts gemacht. Oh Gott. Ich habe schön verschreckt. Du bist der Globi. Das wäre ja gemacht, wenn wir dich nicht würden kennen. Ja, also gut, dann halt. Los, du musst keine Angst haben. Wir haben nichts Böses im Sinn. Richtig. Also das heisst nein. Im Gegenteil. Dürften wir bitte schnell reinkommen? Es geht nicht lang. Also dann sind Sie halt so gut und kommen Sie rein. Der Max ist eben auch noch da und wir sind gerade am Himbeersirup trinken. Das ist aber etwas Feins. Das habe ich nicht mehr getrunken, seit ich ein kleiner Bub war. Ja, wollen Sie auch ein Glas? Ich mache Ihnen schon einen. Mit Wasser, gell, Max? Oh ja, du. Später dann vielleicht, glaube ich, wenn wir unseren Auftrag erledigt haben. Richtig. Wir sind ja schließlich nicht einfach so gekommen. Und darum möchten wir uns jetzt zuerst mal anständig vorstellen. Richtig. Wenn du, Heribert, das vielleicht möchtest übernehmen als Vorsitzender von unserer Stiftung. Danke, Konrad. Selbstverständlich übernehme ich die ehrenvolle Aufgabe gern. Sieh, das wird ja immer feierlicher. Jetzt bin ich aber gespannt, was da rauskommt.